Mit welchem Schlüssel kann man keine Tür öffnen? Du ahnst es sicher schon, mit dem Notenschlüssel. Damit kannst du dir aber die Welt der Musik erschließen. Hilfreich ist dabei, wenn du den Notenschlüssel auch selber notieren kannst. Und das funktioniert so. Schreibe den Buchstaben G wie ein Schneckenhaus auf die zweite Notenlinie. Verziere den Buchstaben oben mit einem Hasenohr und hänge drunter den Stock vom Regenschirm an. Zack, fertig ist der G-Schlüssel, auch Violin oder eben Notenschlüssel genannt. Die zwei Fühler der Schnecke oder die beiden Hasenohren sollen dich daran erinnern, dass das G die zweite Notenlinie umschließt. Dieser Notenschlüssel zeigt also, wo die Note G innerhalb der fünf Notenlinien liegt. Und diese Erinnerungshilfe mit Buchstaben für einen Schlüsselton ist schon fast 1000 Jahre alt. Wenn du ein Springseil oder eine Schnur hast, kannst du einen Notenschlüssel auf den Fußboden legen. Oder du hüpfst einen G-Schlüssel in den Sandkasten auf dem Spielplatz. Oder legst einen Violinschlüssel aus kleinen Steinen. Denke dabei immer an Schnecke, Hase, Regenschirm. Überlege dir doch mal, mit welchem Material du einen Violinschlüssel gestalten kannst. Wenn du einen besonders schönen Notenschlüssel gemalt hast, bringe ihn doch mit zur nächsten Unterrichtsstunde. Bis dahin viel Spaß beim Legen, Hüpfen oder Malen mit Schnecke, Hase, Regenschirm.